So, wir brauchen ein neues Team, also Team erstellen, und in diesem Team will ich das, also ein Kursteam, will ich das Notizbuch erklären, Test, ich nenne alle Teams Test, die ich nachher wieder lösche. So, überspringen, ich will da niemand ärgern, da bin ich. Jetzt klicke ich hier oben auf Kurs Notizbuch und das muss man erstmal aktivieren. So, ein OneNote-Kurs und ein leeres Notizbuch soll ich machen. Weiter. Passt alles. Erstellen. Und an dieser Stelle ist es normal, wenn es ein bisschen dauert. Ein Kurs-Notizbuch wird erstellt. Gut. Und wird vorbereitet. Und dauert ein bisschen. Ja, jetzt schaut es gut aus. Und das ist die Startseite. Die Seite, die nutze ich jetzt nicht willkommen beim Kursnotizbuch, sondern willkommen, ja, so, willkommen Klasse 10c. Ja, und anders als ein Word-Dokument ist das Notizbuch flexibler. Hier wird erklärt, wie es geht. Ich kann diesen Block kann ich schieben, kann hier, wenn ich da hinklicke, öffnet sich so ein Textblock, so, hallo. Wie läuft's? Ja, und es lassen sich eben auch hier einfügen, Bilder einfügen und so weiter. Ja, irgendwelche Fragezeichen. Hier das Dreieck, Open Navigation. So, der Kollaborationsspace. Da können die Schüler schreiben. Ich schreibe immer in den Inhaltsspace. Da kann ich schreiben. Nur für Lehrer, das sind meine persönlichen Notizen. Beim Inhaltsspace, da kommt mein Abschnitt. Ja, 01 Kapitel. Also, was mache ich zuerst? Und wenn ich in diesem Abschnitt bin, nö, es ist jetzt hier falsch. Ich wollte das hier da rein tun. Ich muss da, glaube ich, hinklicken. Genau. Kapitel 01 Kapitel. So. Einfach rumprobieren. Und das da oben lässt sich sicher wieder löschen. Und dann habe ich die umbenannte Seite. Und das ist jetzt die Seite 1. Halt. Alles, was ich hier oben mache, ist automatisch die Seite 1. Die Seitenbenennung. Ja, und dann Test. So, wieder anschauen. Da ist sie. Also Kapitel 1, Seite 1 und dann kommt hier die Seite 2 und so weiter. Und die Schüler sehen das alle. Und interessant ist es, wenn ich jetzt mit meinem Tablet mit Stift, die App OneNote habe. OneNote auf dem Tablet. Dann nämlich kann ich hier mit meinem Stift draufschreiben. Und das ist ja alles vernetzt. Ja, das ist alles in der Cloud und deswegen kann ich am Tablet schreiben und automatisch erscheint es hier. Und ich zeige das mal. So, Teams, wie das dann ausschaut. Ich habe hier Q11 Mathe und das Kursnotizbuch. Ja, willkommen, meine Mathematikerinnen. Ein bisschen aufpassen. Zack. Inhalt. Und Einführung. Und nein, gebrochen. Den will ich und gebrochen. Und sowas, was man jetzt hier sieht, das ist handschriftlich gemacht. Nichts Besonderes. Das ist mein Unterricht. Gut, man kann es jetzt, also man kann es mit dem Tablet machen oder schreiben oder was auch immer.